Mahlzeit, ihr Schlingel, und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal, endlich nach langer Zeit, und herzlich willkommen bei einem nagelneuen Spiel. Wir spielen die Early Access Phase von Grounded, das kam heute raus. Heute ist der 28.07.2020, 19 Uhr, jetzt ist offizieller Release, Grounded ist in die Early Access Phase gegangen, und das, was ihr zum Start der Early Access Phase jetzt schon könnt, ist auf jeden Fall der Vierspieler-Koop ist da, der normale Singleplayer ist da, 20% der gesamten Geschichte sind in dem Spiel jetzt schon implementiert, im Laufe der Early Access Phase wird das natürlich erweitert, das ist vollkommen klar, dann kommen unglaublich viele neue Sachen mit dazu. Im Moment ist die Welt auf jeden Fall entdecken, basteln, bauen, kämpfen und eben halt Spaß haben bei diesem Spiel. Crossplay ist zum Start der Early Access Phase auch schon gegeben. Das heißt, Xbox-Spieler können auch im Koop mit PC-Spielern spielen. Ist auch gar kein Thema. Nur, es gibt noch keine Erfolge, weil man hat ja bei Xbox-Spielen oder bei PC-Spielen bei Steam so auch immer Erfolge bei sowas, die man freischalten kann. Die gibt es zurzeit noch nicht. Worum geht es in Grounded? Man kann sich halt einen von diesen vier Charakteren, die ihr hier gerade seht, eben halt aussuchen. Und man ist geschrumpft worden. Warum man geschrumpft worden ist, weiß man gar nicht genau. Man weiß nur, dass man irgendwie auf jeden Fall wieder Normalgröße erreichen will. Man sich dafür durch einen riesengroßen Garten durchschlagen muss, indem man jetzt geschrumpft worden ist und dass man eben halt beobachtet wird dabei. Wer das ist, wer euch beobachtet und warum er das tut, das wird man bestimmt im Spielverlauf rausfinden. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, weil ich bin ein riesengroßer Fan von Lieblingen. Ich habe die Kinder geschrumpft, deswegen freue ich mich da jetzt tierisch drauf. Und wir gehen jetzt mal in den Singleplayer und gehen mal auf neues Spiel und ich bin unglaublich gespannt. So, wir können jetzt auf jeden Fall schon mal hier gucken. Mild, Medium, War und Creative. Der Creative Mode ist auch ziemlich cool. Da kann man dann einfach so nach Lust und Laune bauen, alles Mögliche. Wir bleiben aber mal im Medium. Moderates Stress Level, Manage Thirst, Hunger, Health and Stamina while you fight to survive. Okay. Und dann können wir jetzt eben halt aussuchen. Wir können entweder Hoops nehmen, Pete, Willow oder Max. Das sind die vier Charaktere, die man sich aussuchen kann. Man kann es also alleine spielen oder im Vier-Mann-Koop. Ich würde mal sagen... Jo. Ich glaube, wir nehmen... Ja, wir nehmen Max. Wir nehmen Max. Nehmen wir den ganz einfach mal. So, gehen wir mal auf Start. Und ich bin wirklich schon gespannt. Ich weiß gar nicht, ob man so noch etwas erfährt jetzt und ob man jetzt vielleicht sieht, wie man geschrumpft wird. Ich habe die Demo leider auch nicht gespielt. Ich bin leider nicht dazu gekommen, weil die war nur ein paar Tage verfügbar. Aber ich glaube, man sieht so wirklich nichts. Nee, man startet sofort, okay. What? Okay. Das ist... Where am I? Are those roots? Nah, can't be. Okay. This must be one of those prank TV shows. An extremely elaborate, realistic prank. Das sieht cool aus. Spaces springen, okay. WASD ist normal bewegen. Man kann es auch, glaube ich, mit dem Controller spielen. Klar, ist für Xbox. Man kann natürlich dann auch mit Controller spielen. Shift ist rennen, okay. Boah, es sieht mega aus. Es ist echt cool. Wow. Boom. Scheiße, ist der riesig. Das ist der größte Baseball, den ich jemals gesehen habe. Still gonna be famous though. Gonna need an agent, a publicist, a sports car. Okay, da können wir uns erstmal, glaube ich, mit verteidigen. View details on tap. New crafting ideas, pebble spear. Gehen wir mal auf tap. So, da haben wir jetzt also einmal unsere Tools, die wir herstellen können und die Ressourcen, die wir haben. Man kann in dem Spiel auch weitere Sachen natürlich erlernen. Da haben wir eine Karte. Ja, und das ist nicht gerade klein, glaube ich. Da sind Aufgaben. Ah, das ist unsere Anzeige, okay. So, wir haben jetzt hier also Tools. So, nochmal nach dem kleinen Absturz jetzt hier. Das fängt ja schon gut an, weil das kennen wir ja. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir haben jetzt hier natürlich ein paar Ressourcen. Und wir würden jetzt natürlich gerne diesen
Speer herstellen. Dafür brauchen wir aber noch 2x Bricks und 3x Plant Fiber. Gut, dann müssen wir das Ganze jetzt erstmal sammeln. Müssen wir jetzt erstmal gucken. Ja, Crouch kennen wir ja schon. So, können wir das... Nee, das können wir so nicht. Müssen wir jetzt erstmal gucken, wo wir hier die Sachen dafür alle finden. Ah, da vorne ist was... glaube ich, was Interessantes. Mal eben kurz hier. Mushrooms. Die kann man, glaube ich, essen. Ich glaube, wir nehmen aber mal eben noch mal so ein paar Sachen mit, die wir... Oh, die liegen hier so rum. Ah, das brauchen wir noch, glaube ich, sowieso. Nehmen wir doch glatt erstmal so ein paar Sachen mit. 60 Zentimeter, dass das alles in Zentimeter jetzt gemessen wird. Weil man ja so winzig ist. Das ist schon cool. So, ne, guck mal, da haben wir doch auch noch... Wow! Ey, Heidewitzka. Meals on wheels. Hey there, buddy. Ich hoffe jetzt mal, dass die einem jetzt nichts tun. Ich weiß nicht, ob die, take all? So. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder alles. Hat man da gerade einen Hund bellen hört? Tutorial, fight and eat some food. Wir haben noch, glaube ich, Inventory. So. Ach, die haben wir doch auch auf der Schnellleiste. So. Tracks the signal to its source. So, was haben wir denn jetzt hier? Nehmen wir das mal eben auf. Da könnt ihr schon sehen, dass wir nicht umsonst geschrumpft sind, dass wir, dass auf jeden Fall irgendwas mit uns passieren soll, weil wir halt eben hier auch diese, ja, diese Sachen in unserer Größe haben. Das heißt, die testen irgendwas. So, und jetzt können wir also Sachen... Ja, das werden wir ja überhaupt nicht rausfinden. So, hier können wir jetzt auf jeden Fall Sachen analysieren. Und dadurch dann, glaube ich, neue Sachen lernen. Neues Rezept, eine Axt. Okay. Was haben wir hier noch? Woven Fiber, okay. Und Dry Chunks, Brick. Nehmen wir das mal. Wir können natürlich jetzt noch nicht alles, das ist vollkommen klar. Das muss man jetzt Stück für Stück machen. Plant Lab, Log Pellet, Plank Pellet und Sconce. Okay, alles klar. So, dann würde ich mal sagen, haben wir ja schon mal so ein bisschen was. Look around, you see what you can find. Find more evidence. Okay, da vorne müssen wir jetzt wieder ein bisschen vorsichtig sein. Da sind wieder die Ameisen. Ich weiß jetzt nicht, es gibt ja Arbeiterameisen, Arbeiterameisen, Soldaten und hat man nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob jetzt, ob die alle aggressiv sind oder ob da auch welche mit dabei sind, die dann einfach gar nichts machen. Aber ich glaube, wir gucken mal eben, ob wir was bauen können. Zum Beispiel hier so eine Axt jetzt. Da bräuchten wir einmal Woven Fiber für. Okay. Bandagen können wir auch herstellen. Gut. Jetzt müssen wir nur mal eben gucken. Gut, einmal.
Ich sehe jetzt im Hintergrund gerade, ich mache jetzt einfach mal nichts, mal gucken, was passiert. So, da haben wir auf jeden Fall eine Axt. Eine Axt braucht das einmal. Dann craften wir das mal. Und ein Hammer braucht auch noch einmal. Okay, dann stellen wir das auch noch mal her. Was brauchen wir denn für eine Torch? Brauchen wir zwei Stück. Den können wir nicht noch einen mit herstellen. So, jetzt nehmen wir mal die Axt in der Hand. Besser ist das. So, mit der rechten Maustaste können wir blocken. Ich glaube, eine Axt geht auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser als Stein. Kann man das auch irgendwie wieder ablegen? Ah, da können wir schon die ersten Sachen bauen. Die kann man wegschmeißen. Ja, was heißt wegschmeißen? Ablegen. So, sehr gut. Tutorial. Find water. Ja, Wasser wäre natürlich nicht verkehrt, weil wir haben ja auch irgendwann mal Durst. Aber das sollte normalerweise ja jetzt nicht ganz so schwer sein. Gucken einfach mal, ob wir hier was finden. Sollte ja normalerweise kein Thema sein, jetzt irgendwie mal einen Wassertropfen oder sowas zu finden. Oder eine Pfütze. Wow, was haben wir da denn? Grafik muss ich auf jeden Fall echt sagen, sieht richtig cool aus, haben sie echt toll gemacht. Ice Caps Mint Container. Cool. Ey, das ist so geil, ehrlich. Ich finde das so klasse. Okay. So, wir müssen aber auf jeden Fall Wasser finden. Was? Da liegt doch noch was. Was haben wir da denn? So, Hunger geht noch. Wow, what is that? Investigate the mysterious machine. Ach, da ist das Haus. Okay. Was zum Geier ist das? Okay. Riesig. Target. Push. Unblock the obstructed laser. Ah, wir müssen aber auf jeden Fall auch noch Wasser finden. Also da dürfen wir uns jetzt nicht von abbringen lassen. Aber wir müssen mal eben kurz gucken. Der kommt nicht durch. Glaube ich mal, dann müssen wir das hier, glaube ich, mal weghauen. So. Okay. Dem scheint irgendwas nicht zu stimmen. Da stimmt irgendwas nicht. Aber wir müssen jetzt als erstes mal Wasser finden. Wasser ist jetzt gerade doch wichtiger. Oh, Autosave, okay. So, jetzt trinkt er. Is bad. So. Seht das ja unten an der Anzeige? Oh! Oh, 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 oh! I'm not picky. Okay, dann ist das Wasser anscheinend ein riesengroßer Marienkäfer. Nice. Okay. Ich muss mir den mal eben angucken, es geht nicht anders. Der ist doch bestimmt, der tut einem doch bestimmt nichts. Hallo? Wow. Du bist echt groß. Nö, auch der ist friedlich. Lol. Das ist echt cool. Alles klar. Ah, oh, was macht der jetzt? Ah, Vorsicht, Vorsicht. Okay. Ich glaube, wir kümmern uns jetzt erstmal, Ne, so weit kommen wir nicht.
So, mit dem Laser scheint doch hier irgendwas nicht zu stimmen. Tutorial Find Clean Water. So, das heißt, hier muss auch irgendwo noch sauberes Wasser sein. Das wir natürlich erstmal finden müssen. Und wir müssen gucken, was mit dem Laser hier nicht in Ordnung ist. Aber ich glaube, wir gucken erstmal, dass wir Wasser finden. Wasser ist jetzt gerade eins der wichtigsten Sachen. Okay, was ist alles so riesig, ey? Tut die einem? Nö, auch die tut einem gar nichts. Okay. Gut. Solange sie mich nicht angreifen, ist alles okay. Solange sie mich in Ruhe lassen, ist alles okay. Was mich aber immer noch dazu bringt, dass wir sauberes Wasser brauchen. Und wir das auch hier irgendwo finden müssen. Nur die große Frage ist, wo? Wo haben wir hier... Das sieht aus, als ob man... Oh, das... Hm, wo kommen wir denn hier hin? Mal. Diese Musik gefällt mir nicht. Was, was? Wie, wo? Okay. Jetzt habe ich schon irgendwie gedacht, jetzt kommt gleich irgendwas Riesiges um die Ecke. Ja, ich weiß, you can block attacks. Ich habe es gerade vergessen. Ich war ein bisschen, ne, so wie immer. Man kennt das. Und da sind noch ganz schön viele davon. Sag ich jetzt mal. Bleibt ihr erstmal da und ich gucke erstmal, ob ich irgendwo Wasser finde. Ich glaube, man kann Bandagen basteln. Es ist aber auch so, wenn, wenn die Hungerleiste gefüllt ist komplett, heilt man langsam. Also es geht langsam, aber stetig nach oben wieder. Da scheint irgendwas unter der Erde zu sein. Okay. Kommen die hier rein? Ja, kommen sie. So, jetzt müssen wir aber mal, die nuzzeln an den Kabeln rum. Ja, da ist das natürlich kein Wunder. Die kübbeln an den Kabeln rum. Da ist das kein Wunder, dass der nicht funktioniert. Oh jo, da brauchen wir aber auf jeden Fall, da brauchen wir eine Torch für. Oh, da, oh je, je, je. So, jetzt müssen wir nochmal eben kurz ein bisschen was futtern. Oh, 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 oh. Damit unsere Energie wieder hochgeht. Das dauert aber lange. Das dauert aber lange.
gucken wir mal, ob wir vielleicht noch... Ne, da brauchen wir Sepp für. Das haben wir jetzt gerade nicht. Habe ich nicht genug Energie für. Da habe ich nicht genug Energie für. Es waren, glaube ich, zwei waren das, ja? Gut, da können natürlich auch noch mehrere sein. Zwei waren jetzt die, die ich gesehen habe. Ja, das scheinen zwei zu sein. So, einmal. Mysterious Machine Part 2. Okay. Ist da noch was? Ach, muss man das jetzt mit dem Hammer oder was? Und mal eben. Kriegen wir da auch was raus? Jo, okay. Little lean to. Okay. So, aber das war's doch jetzt, oder nicht? Sollte jetzt nicht normalerweise... So, es knabbert auf jeden Fall keiner mehr am Kabel rum. Hat sich das mit dem Kabel dann jetzt erledigt, oder wie? Oh, es ist dunkel, glaube ich, ja? Oha. Okay. cm. Wir müssen also, glaube ich, zurück zu der Maschine. Zu funktionieren. Okay, alles klar. Oh, activate. Was passiert jetzt? Wow. Da ist Wasser. Ziemlich viel sogar. Da müssen wir normalerweise sauberes Wasser finden. Das scheint aber doch irgendwie nicht so ganz zu funktioniert. Hat nicht so ganz funktioniert, glaube ich. Investigate the explosion at the Oak. Okay, das können wir gerne machen. Aber ich denke mal, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Es müsste dann da vorne sein. Das ist auf jeden Fall extrem cool, muss ich sagen. Und ja, ich würde mal sagen, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet doch in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Bleibt gesund, seid lieb zueinander und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge Grounded. Und ja, haut raus. Ciao, ciao.